Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Livestream. Wir sind in einer führenden Wiener Pizzeria, Regina Margherita, glaube ich sehr bekannt in Wien, und werden heute über eine neue Kooperation sprechen zwischen der Regina Margherita und dem Wiener Startup Blattgold. Es gibt einen neuen Namen. Und mit uns ist sozusagen ein Vertreter der Unternehmerfamilie Barbaro, Luigi Barbaro. Servus Luigi. Servus, Herr. Vielen Dank. Danke fürs Hosting in diesem tollen Ambiente. Und Christoph Richter, der CEO von Blattgold. Servus Christoph. Hallo. Blattgold, ehemals bekannt als CB Token, beschäftigt sich mit dem Thema CBD, nämlich einem Öl, das in sehr qualitativer Art und Weise produziert wird von euch. Ein neuer Startup, haben wir unlängst berichtet. Und jetzt habt ihr neulich eine Kooperation. Es gibt nämlich diese schöne Blattgold-Pizza, die man da im Bild sieht, die man mit CBD genießen kann. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen? Also wie ist es dazu gekommen? Die Burschen sind gute Freunde auch von uns und haben halt dieses neue Öl entwickelt und wir waren einen der ersten Ansprechpartner von ihnen und sie haben uns halt das ganze Thema gepitcht, wie es zustande gekommen ist und so. Und uns hat das eigentlich von Anfang an sofort interessiert und es war ein cooles Thema, es war ein interessantes Thema und sie haben uns halt auch diese Heilwirkungen des CBDs erklärt und gezeigt und das war halt auch dann auch ein ausschlaggebender Punkt für uns, wo wir gesagt haben, eigentlich ist das relativ interessant und auch ein Thema für uns. Jetzt kann man diese Pizza bestellen und bekommt es dann mit Tröpfen Öl, oder wie funktioniert das? Genau, also wir haben eine spezielle Pizza mit ihnen zusammen, mit Blattgold zusammen entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, zur Zeit, Kürbis passt relativ gut jetzt. Kürbis, Trüffel haben wir gesagt, warten wir noch, das kommt in 2-3 Wochen erst. Und wir haben halt diese Kürbispizza entwickelt und wir haben ein Ricotta, Büffelricotta gemischt mit dem CBD-Öl entwickelt und dazu kommt auf die Pizza, kommen ein paar, also die gewünschte Menge von CBD-Tropfen dann noch drauf. Spannend. Christoph, Luigi hat es angesprochen, die Heilwirkung von CBD, das ist ein nicht ganz unumstrittenes Thema. Wie ist da jetzt wirklich jetzt die Lage? Ja, es gibt die Cannabispflanze, die zwei Substanzen hat. Kannst du das kurz noch einmal erklären und pitchen, um was geht es da ganz genau? Also die Cannabispflanze ist ja die älteste Kulturpflanze der Welt und war auch für Jahrhunderte die beliebteste Pflanze, die angebaut wurde, also auch Nutzpflanze. Bis vor sogar im letzten Jahrhundert noch war sie die beliebteste. Und jetzt ist sie gerade wieder extrem im Kommen. Vor allem, weil es gibt den 106 Cannabidinole sozusagen in dieser Pflanze drin. Eins davon ist THC, das ist das, was halt high macht. Und alle anderen sind wohltuend, gesund und fördern den Körper. Und jetzt gibt es mittlerweile eben auch wieder die Möglichkeit, mit einem ganz niedrigen THC-Gehalt und ganz viel von den gesunden anderen Cannabidinolen, was vor allem voran CBD das bekannteste ist, die hier zu verwenden. Und unseres ist ein Full Spectrum, das heißt, wir haben die ganzen Benefits der Pflanze in unserem Öl drin. Was ist sozusagen, oder anders gefragt, ist das wissenschaftlich nachgewiesen oder glauben wir das einfach? Es gibt genug Studien mittlerweile, die diverse Eigenheiten der Pflanze bestätigen. Aber dadurch, dass es eben so viel Cannabidinole gibt, gibt es auch immens viele Studien, die noch gemacht werden müssen. Also gerade der wissenschaftliche Teil ist ja noch sehr am Anfang. Das hat vor ein paar Jahren begonnen, dass da intensiv mehr daran geforscht wird. Dadurch, dass die Studien natürlich Langzeitwirkungen erst testen müssen, braucht es natürlich auch sehr lang, bis das rauskommt. Aber es vergeht kein Monat, wo nicht eine neue interessante Studie rauskommt mit einer neuen interessanten Wirkung, die jetzt bestätigt wurde. Aber so eine Langzeitstudie auf die Nebenwirkungen bezogen, gibt es in der Form noch nicht. Die kommt wahrscheinlich dann irgendwann, wenn die zeitliche Spanne vergeht. Um eine wissenschaftliche Studie zu machen, muss man genau ja ein Element testen. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn da 106 verschiedene drin sind, dann die Gesamtwirkung so generell zu testen, macht ja im Studienbereich keinen Sinn, sondern die wollen das ja vor allem für die Medizin dann herausfinden und dann sind es halt sehr detaillierte. Also deswegen, unseres ist sehr wohltuend für den Wellness-Effekt im Endeffekt, das einen angenehmen, entspannten Tag zu bekommen. Genau deswegen haben wir aus der Pflanze das ganze Full Spectrum herausgenommen und in ein Öl verpackt. Das passiert in einem chemischen Verfahren oder ist das ein, wie funktioniert das? Also es ist eine CO2-Extraktion, nennt sich das dahinter, und da gibt es verschiedene Qualitäten, also vor allem auch je größer die Maschine, umso besser die Qualität.
Und wir tun es dann nochmal nachbehandeln, um die Bitterstoffe dann auch umzuwandeln und dadurch unsere hohe Qualität zu bekommen. Weil wenn wir schon mit einem Produkt am Start gehen, dann sollte es immer mit der höchsten Qualität starten. Vor allem, wenn man in den Lebensmittelbereich geht. Also haben wir gesagt, wenn, dann was ist technisch möglich, genau das setzen wir an. Vielleicht jetzt abschließend noch die Frage, bevor wir dann mit Luigi auch über seine Unternehmergeschichte sprechen, die ganz spannend ist. Das ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerfamilie. Diese Unterscheidung zwischen medizinischer Gebrauch und Lifestyle-Produkt. Ja, weil man hat ja gesagt, okay, das sollte in der Medizin erlaubt werden, weil es vielleicht schmerzlindernd ist. Da gibt es gewisse, glaube ich, Effekte, die wohltuend sind, wenn ich da richtig informiert bin. Ihr wollt aber jetzt anscheinend stärker in dieses Lifestyle-Bereich hinein. Hat es dort auch eine Berechtigung? Auf jeden Fall. Es ist einfach für den normalen Tag, heutzutage ist das Leben immer so schnelllebig, alle rennen rum, Hauptsache die U-Bahn ist jede Minute schon da und es wird immer stressiger. Genau dafür, für diesen Lebensstil, ist doch perfekt das Beste aus der Hanfpflanze, was dich entspannt, was dich beruhigt, was ein bisschen runterkommt, was einfach sehr angenehme Wirkungen über den ganzen Tag hinweg hat und daher dir dein Leben und dein Tag einfach angenehmer gestaltet. Aber bleibt man funktionsfähig oder, sage ich jetzt salopp, schläft man ein oder ist man irgendwie so, sage ich jetzt einmal, vernebelt unterwegs? Nein, überhaupt nicht. Also man schläft auch nicht ein. Also wenn man jetzt hoch übermüdet Auto fährt, dann würde ich jetzt nicht raten, das zu nehmen, aber ich sollte auch nicht hoch übermüdet Auto fahren. Also da fängt es dann schon mal an. Aber so normal hat das in keinster Weise diese starken Auswirkungen. Das heißt, der Grund, wieso das auf die Pizza kommt, ist nicht, dass man dann ein Nickerchen machen kann nach dem Mittagessen, sondern dass man eben diese wohltuende Elemente auch noch mitnimmt. Genau, man macht sie, um das Leben zu genießen. Man isst auch eine Pizza, um das Leben zu genießen. Ja. Und das verfeinert das einfach nochmal. Und gerade bei einer kurzen Mittagspause ist es einfach dann viel entspannter den ganzen Tag und dann verliert man ein bisschen den Stress. Okay, bei voller Performance. Genau. Okay, spannend. Ja. Müssen wir Disclaimer jetzt gleich reinschreiben, alles noch einmal checken und überprüfen, aber wir glauben das jetzt. Kann ich nur bestätigen. Kannst du bestätigen? Ja. Okay. Hast du schon so eine Pizza gegessen? Ja, mehrmals. Okay. Auch eure Gäste schon? Ja, wir haben seit letzter Woche auf der Karte und es kommt sehr, sehr gut an bei unseren Gästen. Das macht sie immer wieder, solche Produktinnovationen, wenn es sozusagen Gründe gibt, spezielle Pizzas pro Woche anzubieten. Genau, also in einem Traditionsbetrieb ist es halt schwierig, innovativ zu sein, aber da versuchen wir schon, bei solchen Themen immer am Ball zu bleiben und überhaupt bei dem Thema CBD war es halt wirklich am Ball der Zeit, den wir jetzt, ja, und dementsprechend haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt machen, das ist ein cooles Thema, das wollen wir jetzt auf die Karte bringen und wie sich zeigt, war es auch eine gute Entscheidung von unserer Seite aus. Was versteht ihr sonst unter Produktinnovation? Ist ganz spannend. Das ist eine Unternehmerfamilie, mehrere Restaurants, eine Catering-Schiene, erfolgreiches Unternehmen, das da geführt wird. Blickt ihr da in solche Themen? Beschäftigt man sich also noch mit den Zutaten, mit Allergenen, mit Mehl? Oder bist du auch Blockchain- und AI-Experte mittlerweile? Also Blockchain-Experte bin ich noch nicht. Nein, aber grundsätzlich Innovation, ja. Es beginnt halt innovativ zu sein an der Bar, schon hinter der Bar, um Prozesse zu optimieren, um das Leben einfacher zu machen für einen Barkeeper oder für unsere Pizzaioli, für unsere Köche. Hier zum Beispiel, wie wir es vorher angesprochen haben, eine nette Produktinnovation, die wir jetzt gerade angehen, ist einfach unser Mehl etwas zu optimieren. Hier arbeiten wir auch mit Firmen in Italien und Österreich zusammen, mit Biologen, um wirklich ein perfektes Mehl zu kreieren, das halt etwas leichter ist als die klassischen Mehle und die halt vielleicht auch glutenfrei und so weiter. Also da arbeiten wir gerade stark dran, um das Mehl zu optimieren, dass es einfach leichter ist, weil heutzutage sagt man eben, eine Pizza ist sehr schwer, die liegt an dem Magen und das wollen wir halt optimieren. Darin sehen wir halt auch Innovationspunkte, ja. Cool. Wir haben jetzt eine Serie auf dem Brutkasten laufen, Familienunternehmer, ja, da seid ihr auch, die Family Barbaro. Kannst du kurz dein Unternehmen pitchen, welche quasi Geschäftsmodelle und Verticals habt ihr entwickelt? Okay, grundsätzlich, also wir sind seit 35 Jahren am Markt. Mein Vater hat damals sein erstes Restaurant mit meiner Mutter gegründet und wie gesagt, seit 35 Jahren da
Und derzeit haben wir zwei Restaurants in der Wiener Innenstadt, also die Regina Margherita und ein Haubenrestaurant, Trattoria Martinelli. Hier haben wir jetzt auch ein neues Küchenteam mit dem Herrn Kellner, ein sehr berühmter Koch hier in Österreich. Und wir haben halt auch unseren Catering-Service, den wir jetzt immer mehr stärker ausbauen. Also ich bin seit 2 Jahren im Unternehmen, mein Bruder ist seit 5 Jahren Geschäftsführer der Regina Margherita. Meine Mutter ist für die Finanzen zuständig, mein Vater im Martinelli, also ein richtiger Familienbetrieb. Und ich glaube, das ist auch ein großer USP von uns, dass wir zusammenhalten, dass wir Tradition zeigen, die es auch in unserem Unternehmen, also unser Unternehmen widerspiegelt, diese Tradition. Wir auf regionale Produkte achten und ja, einfach die beste Qualität, beste italienische Qualität am Tisch bringen. Wie ist das dann für die nächste Unternehmergeneration in einer Familie? Du hast eine internationale Ausbildung, warst sehr viel international unterwegs, USA, UK. Wird das für dich trotzdem immer selbstverständlich, in das Familienbetrieb einzusteigen? Grundsätzlich nicht immer selbstverständlich, aber die Passion war immer da. Ich bin aber, ich glaube, es war ganz gut, dass ich andere Wege eingeschlagen habe anfangs, also im Online-Marketing, im Marketing bei großen Firmen gearbeitet, einfach ein bisschen einen anderen Sichtpunkt zu bekommen. Ja? Und das war eigentlich ganz interessant. Und jetzt als neue Generation ist es halt, hat man, ja, seine, man neckt sich ein bisschen manchmal mit der älteren Generation, ist eh klar, man will neue Sachen reinbringen, beispielsweise das Blattgold CBD. Wollen wir das? Nein. Was ist das? Was bringt uns das? Also das sind dann so Themen, wo man als jüngere Generation irgendwie ja, Überzeugungsarbeit liefern muss. Und ja, aber das macht es auch spannend, ja, weil im Endeffekt auch wenn man Disputes, also irgendwelche Themen hat, die nicht passen miteinander, ist das angenehme bei einer Familie, du kannst immer darüber reden und es legt sich dann auch gleich beim nächsten Mittagessen zusammen. Ob jetzt in der eigenen Familie oder woanders, war erst aber für dich trotzdem klar, du willst Unternehmer werden oder wäre eine Anstellung in einem Konzern auch denkbar? Also ich habe bei großen Konzernen gearbeitet, aber ich bin sehr, sehr happy, dass ich jetzt in der Unternehmerschiene bin. Und das ist definitiv das, was ich verfolgen will, was wir verfolgen werden und hoffentlich auch so erfolgreich wie unsere Eltern das betreiben werden. Super. Christoph, das Thema Lebensmittel und CBD, das Thema Lifestyle. Man liest ja von Brownies, die CBD haben. Jetzt gibt es die erste Pizza in Österreich in der höchsten Qualität sozusagen, gleich von einer Promi-Pizza, sage ich. Wird das ein Trend werden, glaubst du, in dem Bereich? Werden wir immer mehr Lebensmittel mit CBD vorfinden? Auf jeden Fall, weil die Vorteile sind klar da. Das macht auf jeden Fall Sinn und wir wollen es auch genauso positionieren. Weil wir wollen ja in die Masse rein, in den breiten Markt, nicht in der Nische bleiben, wo jetzt das ganze CBD-Bereich drin ist, sondern wir sagen, die Masse ist bereit dazu, das Produkt ist bereit dazu, auch die legalen Rahmenbedingungen sind bereit dazu und daher wollen wir genau reingehen. Und wir haben eben hier auch Partnerschaften für die Restaurants und für diverse Lifestyle-Betriebe, wo wir einfach sagen, wir können ihnen einen riesen Vorteil bieten, weil wir wissen das Trendthema, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, was man damit machen kann. Wir helfen auch quasi bei der Produktentwicklung, wir kosten immer gern die neuen Pizzen und helfen da auch in Form mit Marketing, weil wir halt wissen, wie wir uns da positionieren wollen. Und dadurch ist es ein sehr interessantes Paket, weil auch die Betriebe dadurch auch den Umsatz steigern können. Marketing und Vertriebsstrategie, spannendes Thema. Es scheint für euch wichtig zu sein, solche Kooperationen einzugehen, um zusätzliche Sichtbarkeit zu bekommen. Ist das ein Teil der Vertriebsstrategie? Natürlich, weil gerade wenn ich jetzt noch nie mit CBD was zu tun habe, dann brauche ich ein Vertrauen in die Marke. Und wie bekomme ich dieses Vertrauen, wenn wir jetzt hergehen und sagen, ja, bei uns, unser Öl findest du auch bei der Regina Margherita, dann sagen die Leute, ah, ja, die kenne ich ja. Na, wenn die darauf vertrauen, kann ich es auch. Und es beweist ja auch, dass man darauf vertrauen kann, wenn wir sagen, wir sind im Lebensmittel, wir sind bei Lebensmittelbetrieben, höchste Kontrolle. Also genau das schaffte dieses Vertrauen in diese Marke und das wollen wir auch zeigen, dass das man kann. Du hast kurz die rechtlichen Rahmenbedingungen angesprochen, es ist die CBD-Substanz legal, das ist nicht verboten, aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, es wird nicht mehr lang dauern, bis da auch das reguliert wird, bis auch da sozusagen die Regulatorik einschlagen wird. Wie siehst du das? Gibt es da Anzeichen in diese Richtung? Auf jeden Fall und das finden wir auch sehr gut, weil aktuell sind ganz viele Produkte in verschiedensten Arten da, wo wir sagen, oh mein Gott, das soll es eigentlich nicht geben.
Und wir freuen uns darauf, wenn das besser reguliert ist. Wir haben uns natürlich sehr lang und intensiv damit beschäftigt, was darf man, was nicht und in welcher Form darf man das auch als Lebensmittel anbringen und welches nicht. Und haben daher es genauso konzeptioniert, dass wir in ganz Europa eigentlich auf der sicheren Seite sind. Cool. Und freuen uns eigentlich, wenn hier mehr passiert, weil ich finde, die Qualität für den Kunden soll gewahrt bleiben. Luigi, was sind so aus deiner Sicht, um wieder auf diese Unternehmergeschichte zurückzukommen? Ich finde nämlich die Unternehmerfamilien wirklich faszinierend. Ja? Wenn man sich damit beschäftigt, Reinhold Prügel aus Deutschland, der Österreicher, der dort einen Lehrstuhl hat, macht für uns jetzt eine Serie, das ist ein Universum für sich. Ja? Mhm. Was ist aus deiner Sicht so das Erfolgsgeheimnis von Unternehmerfamilien jetzt auf euch reflektierend? Wieso funktioniert das so gut? Ich glaube, wie gesagt, dieser Zusammenhalt, dass man sich einander vertrauen kann und einfach diese Tradition beibehält beispielsweise und diesen Ehrgeiz, dass man sich auch manchmal etwas traut. Also bei uns ist es jetzt die Tradition, bei anderen Unternehmen muss es, kann es auch etwas Neues sein. Aber ich glaube einfach diese an etwas glauben und mit aller Kraft das durchzuziehen, diesen Ehrgeiz. Und den hat leider nicht jeder, den hat ein Unternehmer und ich glaube, das macht einen noch aus. Christoph, wahrscheinlich würden wir sagen, wenn man sich jetzt die Family anschaut, Luigi ist Marketing, Sales, bringt sich ein, der Bruder ist Chef von Regina Margherita, die Mama macht Finanzen, der Papa ist im Martinelli und sonstiges. Das sind Co-Founder, wie wir das in den Startups kennen, die einen vollen Einsatz auf den Tag legen, nicht? Ziemlich genau. Vor allem, wie gesagt, ich glaube, das Interessante ist auch wirklich der Zusammenhalt, dass man sagt, okay, man ist in der Familie und es gibt nur das. Weil das, was bei vielen Startups dann auch ist, ist, dass man sagt, na, wollen wir das jetzt machen, wollen wir das nicht machen, trauen wir uns und trauen wir uns das nicht. Und hier gibt es eine Familie, die weiß genau vom Grund her die Basisformel, wie es funktioniert. Und da heißt es voll daran arbeiten, das verbessern und wir alle stehen dafür ein, und weil das ist unsere Familie. Also. Und die Entscheidungen trifft ihr so, dass es auch für die nächsten Generationen gut ist wahrscheinlich, oder? Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Also wir versuchen es definitiv sustainable zu agieren. Wie gesagt, hoffentlich klappt es auch. So. Da ist man nicht dadurch getrieben, eine Firma in den nächsten 3 Jahren zu verkaufen, definitiv sondern eine Firma nicht. Die nächsten 300 Jahre zu entwickeln. Also das ist auch definitiv ein großer Punkt und auch ein wichtiger Punkt, den wir jetzt gerade auch intern besprechen. Da ist wirklich, man muss sich halt schauen, wie du gesagt hast, die neue Generation kommt, die ältere Generation, wie schaut sich um, wie es jetzt dann weitergeht. Und da irgendwie die Schnittstelle zu finden, wo wollen wir hin, wo sieht man sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und das ist gerade auch ein sehr wichtiges Thema für uns, wo wir uns sehen, wie wir das Ganze gestalten wollen. Super. Wo sieht sich Blattgold in 10 Jahren? Weltweit. Also wir starten ja jetzt diesen Monat in Wien, nächsten Monat in Berlin mit den Partnerschaften, sind auch fleißig schon dabei, dass man das Öl dann auch selbst bestellen kann, entweder bei unseren Partnern oder online über den Shop. Und wollen dann so schnell wie möglich auch internationalisieren. Also wir sehen einen sehr starken Städtefokus wegen diesen vertrauensvollen Partnerschaften. Also das Ziel ist es, dass wenn ich meine normale Woche habe, dass ich zumindest 5, 6 Betriebe einfach kenne, wo dann quasi das Blattgold angeboten wird über diverse Formen. Und das wollen wir Stadt für Stadt quasi die Welt erobern damit, weil der Markt ist da, die Leute haben das Interesse und daher sehen wir das als sehr interessant. Und seid ihr offen, wenn sich jetzt jemand denkt, ich könnte das gut in meine Produkte, ob das Lebensmittelbereich ist oder sonstiges Wellnessbereich, sage ich, oder Lifestyle-Bereich, kann man sich melden und sagen, ich würde das gerne mit euch machen, oder seid ihr jetzt einmal auf on hold oder I don't know? Nein, auf jeden Fall. Also unser primäres Produkt ist jetzt mal das Öl, wo wir mit Partnerbetrieben das verwenden, auch direkt das Öl verwenden können. Aber wir sind immer mit einem offenen Ohr gegenüber direkt auch in Produktionsbetriebe drin, damit zu verarbeiten. Da haben wir auch schon einige Erfahrungen und einige Tests gemacht. Also wir haben auch zum Beispiel schon Cremen im Office, wo wir das schon verarbeitet haben und sind immer interessiert daran, das weiterzuentwickeln, weil wir sehen ein Riesenpotenzial, gerade in sehr speziellen Märkten gibt es da einige Möglichkeiten, wo wir sehen, dass das spannend möglich ist. Das Einzige, was für uns wichtig ist, ist die höchste Qualität. Also wir hauen uns nicht einfach irgendwo rein und sagen, ha, jetzt haben wir eine Partnerschaft, sondern wenn, dann muss es ein Betrieb sein, der sagt, okay, wir wollen hier in der höchsten Qualität agieren. Weil das ist für uns absoluter Kern. Ist wahrscheinlich auch den bestehenden Partnern wichtig, mit wem man sonst zusammenarbeitet. Ja, ich wollte gerade sagen, das war auch irgendwie ausschlaggebend, wieso wir dann zueinander gefunden haben. Weil, wie schon gesagt, es gibt relativ mittlerweile schon ein paar Anbieter in Österreich,
Also wieso haben wir uns dann für Blattgold entschieden? Einfach qualitätshalber, weil die top of the top sind und man weiß, mit was man arbeitet. Super, wir werden uns jetzt noch die traditionelle Qualität anschauen und durchkosten. Es wird die Margherita, die Regina Margherita immer voller um diese Uhrzeit. Man sieht es im Hintergrund. Jungs, danke für diese Insights. Werden wir uns jetzt durchkosten. Es gibt ein Exemplar, das da auf uns wartet. Perfekt. Danke und all the best für diese Kooperation. Vielen Dank. Und danke euch fürs Dabeisein. Wir melden uns, glaube ich, heute eventuell noch einmal. Wenn nicht, dann bis morgen. Stay tuned und bis später.